Hallo, liebe Bastelfreunde. Heute verarbeiten wir mal wieder einen Haufen Palettenholz. Viel Spaß! Ja, nochmal hallo. Um mit dem Holz was Vernünftiges anfangen zu können, bringen wir das jetzt erstmal in Form. Ja, mein Palettenholz habe ich jetzt verarbeitet. 124 gleichmäßige Leisten. 14 x 14 mm in zwei verschiedenen Längen. Wobei ein paar habe ich auf halbe Stärke, das heißt, die sind nur 7 mm dick, aber auch 14 mm breit. Ja, was habe ich jetzt damit vor? Ich hole euch mal näher bei, dann zeige ich euch, wie ich die verbinden möchte. Ja, wie möchte ich die jetzt zusammenbauen? Ja, mir schwebt vor, das so als wie so eine Art Blockhaus-Optik zu machen. Das heißt, immer hier übers Eck die so überlappen zu lassen. Aber wie ihr schon seht, das funktioniert ja so nicht. Und wer schon mal ein Blockhaus gesehen hat, der weiß, die Ecken sind da ein bisschen ausgespart. Ich habe mir da mal so ein bisschen was vorbereitet, um das zu testen. Das heißt, wenn ich die hier so zusammensetze, dann passt das wunderbar. Das heißt, ich brauche in den Leisten hier überall diese Aussparungen. Ja, dafür baue ich mir jetzt meinen Oberfräsentisch auf und zusätzlich kriegen die Leisten alle noch eine kleine Faser an den Kanten, damit es besser aussieht. Ja, den Kistenrahmen hier, den habe ich jetzt erstmal nur lose zusammengesteckt. Also das ist alles noch lose hier, ist nur gesteckt. Jetzt muss aber noch ein Boden rein. Und dafür nutze ich die Nuten, die ich hier durch diese Phasen, die ich hier rangefräst habe. Und ich hole euch mal ein bisschen näher bei. Ja, diese Nuten hier meine ich, da habe ich hier eine auf halber Höhe, aber hier habe ich noch keine drin. Das heißt, ich fräse jetzt hier bei den unteren Leisten jeweils nochmal so eine 90 Grad oder 45 Grad, wie auch immer, nochmal eine Nut hier rein. Ja, und dann säge ich mir aus diesem Sperrholzbrett hier noch die Böden aus und da kommt, damit die in die Nuten passen, halt auch noch eine 45 Grad Faser dran auf beiden Seiten und ja, mal schauen, ob das mal wieder so hinhaut, wie ich mir das gedacht habe. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder an die Oberfräse. Ja, die Korpusse, die habe ich jetzt verleimt. Die sind jetzt soweit fertig. Jetzt brauche ich noch die Deckel dazu. Und da habe ich ja auch entsprechend solche Leisten schon vorbereitet bei der Sägeaktion. Und die sind genauso lang wie die
Längsseite hier und daraus leime ich mir jetzt noch die Deckel zusammen. Ja, die Deckel, die habe ich jetzt soweit und damit die Deckel natürlich auch auf und zu gehen, habe ich hier Scharniere, die ich hier noch anbringen möchte. Ja, zum einen die Scharniere, die möchte ich hier so entsprechend nach hinten versetzt anbringen, wird ja dann sowieso vom Deckel verdeckt, aber ich muss ja hier hinten über diese Kante auch drüber kommen mit dem Deckel, das heißt, die Scharniere gehen ein bisschen hinten raus. Aber was noch wichtiger ist, die Scharniere, die tragen ja ein bisschen auf, das heißt, ich versenke jetzt erstmal noch die Scharniere ein bisschen, damit der Deckel auch plan aufliegen kann. Ja, die Aussparung für die Scharniere habe ich jetzt schon gefräst und bevor ich es jetzt zusammenbaue, kriegen die Boxen noch ein bisschen Farbe. Ich nehme hier Beize und zwar im Farbton Teak. Ja, die eigentlichen Boxen, die habe ich jetzt soweit. Ich habe jetzt, gegen den ursprünglichen Plan, habe ich noch diese Ketten hier eingebaut, um den Deckel an der Stelle offen zu halten, weil ich nicht wollte, dass eventuell die Scharniere hier sich irgendwie überdehnen und das ausreißt. Deswegen lieber so eine Kette, die hatte ich noch da und da ist sie mal auf der sicheren Seite. Und jetzt geht es noch ans Verzieren. Und ich habe ja schon mal diese Nachtlichter gebaut, ich packe die in die Infobox. Und die beiden Motive, also der Waschbär und der Fuchs, das sieht man wahrscheinlich gar nicht, aber im Prinzip die beiden Motive von den Nachtlichtern, die möchte ich jetzt hier auch auf die Boxen noch drauf packen. Und dann kommt noch eine kleine Tafel drauf mit ein paar Infodaten zu den Jungs, zu den Zwillingen. Ja, das heißt, ich bringe jetzt erstmal die Vorlage aufs Sperrholz auf und dann geht es an die Dekupiersäge. Für die Täfelchen mit den Geburtsdaten habe ich mal wieder meinen Laser hergenommen. Und dann an der Dekupiersäge ausgesägt und noch etwas geschliffen. Auch an der Dekupiersäge habe ich mir kleinen Abstandhalter gesägt. Thank you.
die mit einem Tropfen Leim hinten eingeklebt. Die Löcher dafür habe ich an der Standbohrmaschine mit ungefähr 2 mm Tiefe eingebohrt. Hier gebe ich auf die Abstandhalter jeweils einen Tropfen weiße Acrylfarbe, drücke das dann auf den Deckel auf und dann habe ich meine Markierungen für die Bohrungen. Und mit den Abstandhaltern werden dann die Maskottchenköpfe und die Informationstafeln auf dem Deckel befestigt. Abschließend bekommen die Teile noch etwas Leinölfirnis. Ja, die Erinnerungsboxen, die sind jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.